Ich rufe nun auf Top 84 der Tagesordnung, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hessisches Gesetz über offene Daten der Träger der öffentlichen Verwaltung, Hessen Open Data, Drucksache 20-10776 zu Drucksache 20-10379. Und für die Berichterstattung bitte ich Herrn Honka nach vorne. Ah, wie gerufen. Sehr schön, Herr Honka. Sie haben das Wort für die Berichterstattung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der folgenden mündlich eingebrachten Änderungen und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Und als ersten Redner bitte ich nun Herrn Felzerhausen von den Linken ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen von der regierungstragenden Fraktion von CDU und GRÜNEN, für die super Problembeschreibung im Einleitungstext des von Ihnen vorgelegten Gesetzes. Dem Teil A der Gesetzesbegründung können wir vollumfänglich zustimmen. Zumindest steht da ja auch nichts Verkehrtes drin. Aber das, was Sie dann als Lösung zum Bereich Open Data präsentieren, lässt sich in der Überschrift müssen, sollen, können minimale Ambitionen und maximale Unverbindlichkeiten zusammenfassen. Sie werden mit dem, was Sie regeln wollen, was im Gesetzestext steht, Ihrem eigenen Anspruch in keiner Weise gerecht. Alle Anzuhörenden, mit Ausnahme der dankbaren Kommunen, die Sie von jeglicher Verpflichtung freigestellt haben, fordern Sie auf, die über ein Dutzend Ausnahmen und Einschränkungen in diesem Open-Data-Gesetz zu reduzieren. Und jetzt schauen wir uns doch einmal dieses Gesetz etwas genauer an. Zukünftig sollen beim Land Hessen anfallende, nicht personenbezogene oder beziehbare Daten maschinenlesbar und interoperationabel für jede und jeden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das hört sich richtig gut an. Und dann beginnen Sie mit Ihren Einschränkungen, die am Ende kaum etwas überlassen. Auskunft nach diesem Gesetz sollen nur Behörden mit Verwaltungsaufgaben haben. Nicht unter die Bereitstellungspflicht fallen demnach Daten von Verbänden in öffentlichen Unternehmen, z.B. Mobilitätsdaten der Verkehrsbetriebe. Nicht darunter fallen Beteiligungsgesellschaften sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie fassen diese Legaldefinition von Behörde wahnsinnig eng. Und dann schränken Sie weiter ein. Dann sagen Sie, nicht bereitstellen sollen die Gerichte, die Strafverfolgungs-, die Vollstreckungsbehörden, die Polizei, die Schulen und selbstverständlich auch nicht das Landesamt für Verfassungsschutz. Und welch Ironie! Selbst ausgenommen ist der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit von Ihrem Gesetz. Auch der soll Daten nicht bereitstellen müssen. Aber der größte Fehler, meine Damen und Herren, der größte Fehler Ihres Gesetzes ist es, dass Sie einen Riesenbogen um den eigentlich verfügbaren Datenschatz der öffentlichen Hand machen. Sie nehmen die gesamte kommunale Familie aus der Verpflichtung der Datenbereitstellung heraus. Kommunen, so formulieren es Sie es, können, meine Damen und Herren, Sie können Daten bereitstellen. Was heißt das in der Praxis? Wir haben es in vielen anderen Bereichen gesehen. Es wird nicht umgesetzt. Und dafür, für diese Kann-Regelung, hätten wir wirklich kein Gesetz gebraucht. Dass Sie, nein, nein, überhaupt nicht. Dass Sie das, was Sie mit Ihrem Gesetz adressieren, auch eigentlich gar nicht wollen, zeigt die von Ihnen vorgesehene personelle Ausstattung. Der Chaos Computer Club bescheinigt Ihnen in seiner Stellungnahme, ich zitiere, die vorgesehenen 2 Vollzeitäquivalente für Koordination, strategische Steuerung, Standards und obendrein noch für den Betrieb und die Betreuung des Mediendatapools werden der Relevanz dieses Themas Open Data nicht gerecht. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, mit diesem Open Data Gesetz ist es
wie mit dem Gesetz zur Informationsfreiheit. Die Überschrift und die Problembeschreibung stammen von den Grünen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die CDU konterkariert dann aber mit dem eigentlichen Gesetzestext sämtliche progressive Ansätze. Liebe Grüne, jetzt mal ganz ehrlich, warum lassen Sie sich das eigentlich immer gefallen? Warum klatschen Sie auch noch, wenn Sie so öffentlich vorgeführt werden? Das ist doch nicht zum Aushalten. Und das, was dabei herauskommt, haben wir doch beim Gesetz zur Informationsfreiheit gesehen. Hessen liegt im Bundesranking auf Platz 13, wenn es um Informationsfreiheit geht. Noch schlechter im Übrigen sind nur die Bundesländer, die überhaupt kein Gesetz haben. Also das mal zur Qualität dessen, was Sie also verstehen, hier unter Open Data oder dort bei Informationsfreiheit. Sie produzieren Mogelpackungen, neudeutsch würde man von Fake-Gesetzen sprechen, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt werden. Einem solchen Gesetz, meine Damen und Herren, können wir als LINKE nicht zustimmen. Trotzdem bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Frau Gersberg ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Veröffentlichen Bundesländer ihre Daten, fördert das nicht nur die Demokratie, denn Entscheidungen werden nachvollziehbarer, sondern auch Forschung, NGOs und Wirtschaft werden vorangebracht. Das haben andere Bundesländer längst erkannt. Vor mehr als 10 Jahren schon waren welche ganz vorne dabei, und auch die Bundesregierung. Besonders unter der Ampelkoalition wurden die Bereitstellungspflichten für Open Data erweitert, und weitere Ergänzungen sind aktuell geplant. Ist der uns vorliegende Gesetzentwurf also jetzt ein Zeichen dafür, dass Schwarz-Grün in Hessen endlich aufholen will? Vor 5 Jahren hatte schließlich die Landesregierung zugesagt, die Open-Data-Kultur zu fördern. Passiert war seitdem aber wirklich so gut wie nichts. Doch leider, dieser hessische Gesetzentwurf bleibt weit hinter den Gesetzen anderer Bundesländer zurück, und er ist ambitionslos. Ich werde Sie auch noch loben, ganz zum Schluss. Okay, dann müssen Sie noch ein bisschen warten. Ja, gut, gut. Dieser Entwurf, der uns jetzt hier gegen Ende der Legislatur noch eben vorgelegt wird, trieft nicht gerade vor Überzeugung für Open Data. Mit ihm wird lediglich eine entsprechende EU-Richtlinie erfüllt, die bisher noch immer nicht umgesetzt wurde in Hessen. Hessen findet sich tatsächlich beim Thema Open Data im Vergleich zu anderen Bundesländern ganz weit hinten auf der Liste. Bei den führenden Ländern wie Hamburg und Rheinland-Pfalz befinden sich auch in den Gesetzen ganz klare Bekenntnisse zu Open Data in der Präambel, in diesem Entwurf nicht wirklich. Wenn man sich die genaue Ausgestaltung des Gesetzentwurfs ansieht, und das haben auch viele Anzuhörende natürlich bemerkt, dann ist nicht davon auszugehen, dass tatsächlich viele Daten veröffentlicht werden. Das möchte ich an 5 Beispielen festmachen, diese Annahme. Erstens, die genannten Ausnahmen sind viel zu umfangreich. Das wurde gerade schon genannt. Und das geht auch viel, viel weiter über den Schutz persönlicher Daten und datensensibler Infrastruktur hinaus. Zum Beispiel werden in § 1 Absatz 4 mehr als 1 Dutzend Ausnahmen aufgelistet. Ausgenommen werden zum Beispiel Verbände und öffentliche Unternehmen. Und tatsächlich, gerade die Mobilitätsdaten bekommen die Menschen dann nicht. Und was dann ausbleibt, sind zum Beispiel praktische Apps, die viele Menschen brauchen könnten, um zum Beispiel verschiedene Verkehrsmittel miteinander gut zu kombinieren. Zweitens. Die Bereitstellung kann teilweise entfallen, wenn, ich zitiere, soweit aus technischen oder sonstigen gewichtigen Gründen eine Bereitstellung nicht möglich ist. Und das ist natürlich so breit formuliert, dass eine dauerhafte Blockade der Veröffentlichung der Daten möglich ist. Denn was soll denn genau sonstige gewichtige Gründe bedeuten? Das wird auch gar nicht definiert im Gesetz. Was in diesem Gesetzentwurf tatsächlich wieder fehlt, sind die Daten der Kommunen. Und damit werden tatsächlich 70% der vorliegenden Daten nicht berücksichtigt. Und es mag sinnvoll sein, dass man die Kommunen nicht dazu verpflichtet, ihre Daten zu
öffnen. Was mir aber fehlt, ist die Motivation, die Kommunen dabei ganz intensiv zu unterstützen und zu motivieren, das zu tun und ihnen die Vorteile und Entwicklungschancen aufzuzeigen. Und vor allen Dingen, wir hatten das schon mal in einer früheren Anhörung vor ein paar Jahren gehört, Kommunen brauchen unbedingt finanzielle Förderung und für mehr Personal und Weiterbildung, damit sie die Möglichkeit bekommen, ihre Daten auch zu öffnen. Zu den Einschränkungen. Zu den Einschränkungen kommt natürlich auch eine sehr lange Übergangszeit, und zwar soll die 4 Jahre dauern. Das heißt, in 4 Jahren wird es erst so richtig losgehen. Und einen Rechtsanspruch wird es natürlich auch nicht geben, der wird ausgeschlossen auf offene Daten. Der angedachte Evaluierungszeitraum ist auch sehr lang, also 3 Jahre bedeutet, nach 3 Jahren soll erst evaluiert werden. Aber viele Expertinnen und Experten sind sich sicher, man sollte gerade in der Anfangszeit das jedes Jahr machen und ständig mit den Nutzerinnen und Nutzern im Gespräch sein, damit es auch wirklich etwas bringt und die Wirkung entfaltet wird. Und jetzt komme ich zum Lob gegenüber diesem Entwurf. Dieser Gesetzentwurf ist natürlich besser als nichts. Aber endlich gäbe es halt mal ein Open-Data-Gesetz in Hessen. Aber es wäre natürlich wesentlich mehr drin gewesen, um Hessens Wissenschaft, Wirtschaft, NGOs und Demokratie mit Hilfe offener Daten weiter voranzubringen. Schade. Sehr schade. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich nun Herrn Leffringhaus das Wort. Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der freie Zugang zu und die breite Nutzung von Daten bilden eine wichtige Säule für die Digitalisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Mit der Beteiligung aller gesellschaftlich relevanten Gruppen an datengetriebenen Innovationen werden übergreifende Effekte erzielt, damit sowohl unsere Gesellschaft als auch unsere heimische Wirtschaft die Herausforderungen der Digitalisierung meistern können. Offene Daten in Politik und Wirtschaft sowie der freie Fluss von Daten in Behörden und Unternehmen werden die notwendige Entwicklung in allen Bereichen der Digitalisierung fördern. Wir setzen uns daher für eine weitere Ausbreitung und Nutzung von Open Data ein. So beginnt ein Text des Branchenverbandes Bitkom, der das Thema Open Data den Menschen näher bringen und erläutern möchte. Dieser Text ist schon ein paar Tage alt, ist aber immer noch auf den Punkt formuliert und daher aktuell. Er beschreibt als eigentliche Einladung des Dokumentes schon kurz und prägnant die Vorteile offener Daten. Und daher freue ich mich sehr, dass wir nun auch in Hessen in der zweiten Lesung heute ein eigenes Open-Data-Gesetz bekommen. Und die Anhörung, die wir nach der ersten Lesung durchgeführt haben, hat uns in großen Teilen bei unseren Vorhaben bestätigt. Wir haben 2 Anmerkungen des Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Dr. Rossnagel, gegenüber der ersten Lesung im Gesetz geändert. Es gibt nun einen Zugriff statt eines Zugangs auf das Metadatenportal. Und im Sinne einer Harmonisierung mit dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz ändern wir die Formulierung im Bereich der Anonymisierung, wie wir das beschreiben. Und Stichwort Harmonisierung bzw. im Sinne einer einheitlichen Rechtsetzung haben wir einzelne Punkte, speziell die hier schon angesprochenen Ausnahmen des Gesetzes, die kritisiert wurden, nicht übernommen. Und ja, ich kann die Kritik voll und ganz verstehen und würde mir auch wünschen, dass ein Gesetz, was etwas ermöglichen, was etwas öffnen soll, wie es ja Open Data machen soll, nicht eine längere Liste mit Ausnahmen enthält. Aber mein Wunsch oder der Wunsch ist eben das eine, das Recht ist das andere und letzteres, eben das Recht, zählt dann doch eindeutig mehr. Und so sind die Regelungen so, wie sie hier vorliegen und wie wir sie als Gesetz beschließen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen bekommt ein Open Data Gesetz. Für mich ist das heute ein Grund zur Freude, nicht nur heute, auch die nächsten Tage noch. Und diese Freude würde sich sogar noch steigern, wenn aus den Enthaltungen, die im Ausschuss stattgefunden haben, vielleicht doch noch Zustimmung wird, auch wenn das gerade anders klang. Habt ihr noch ein paar Minuten Zeit. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion bitte ich nun Herrn Lichert ans Rednerpult.
Danke sehr, Frau Präsidentin. Mit Blick auf die Uhr möchte ich unser aller Interesse kurz machen und mich daher auf einen, allerdings aus unserer Sicht auch sehr entscheidenden Punkt dieses Gesetzentwurfs konzentrieren. Meine Damen und Herren, natürlich findet diese Open-Data-Initiative jetzt nicht im luftleeren Raum statt. Sie findet wahrscheinlich nicht ganz zufällig zu einer Zeit statt, wo das Online-Zugangsgesetz hätte umgesetzt sein müssen seit dem Jahresende. Wir wissen, damit sieht es nicht so gut aus. Und es kommt ja mit der nächsten EU-Verordnung Single Digital Gateway gleich eigentlich das nächste Megaprojekt für die öffentliche Verwaltung im Bereich der Digitalisierung hinzu. So, und wenn wir jetzt die Stellungnahmen der Anzuhörenden da mal ein bisschen genauer angucken, dann ist im Prinzip überall durchgängig das Defizit benannt, dass die Kommunen nicht hinreichend integriert sind. Das finden wir sinngemäß beim ECO-Verband, bei unserem hessischen Datenschutzbeauftragten Professor Rossnagel, der IHK, der Verbraucherzentrale Hessen, dem Verein für liberale Netzpolitik und, wer hätte es gedacht, der Open Knowledge Foundation Deutschland. Dieses Defizit empfinden wir ebenfalls, denn mit den genannten Projekten, Onlinezugangsgesetz etc. werden eben auch gerade auf der Ebene der Kommunen diese Daten erzeugt, die wir ja eigentlich alle öffentlich zugänglich machen wollen. Entscheidend ist natürlich, wenn man die Kommunen zwänge, müsste man natürlich auch für einen finanziellen Ausgleich sorgen. Aber da uns die Antragsteller ja in der Begründung bzw. den finanziellen Auswirkungen ja geradezu selbst vorrechnen, welche enorme Wertschöpfung durch Open Data erreicht werden kann, dann dürften doch eigentlich Kostenerwägungen hier kaum eine relevante Rolle spielen. So, und was uns aber ehrlicherweise auch sehr zu denken gibt, ist, dass beim dauerhaften Betrieb der entsprechenden Plattformen und Schnittstellen ja doch sage und schreibe 2 Vollzeitäquivalente vorgesehen sind. Das klingt für unsere Begriffe doch sehr mager. Und vor allen Dingen, was ist denn, wenn Kommunen tatsächlich bereit sind, im Rahmen von Smart City Initiativen oder was auch immer, schlicht und ergreifend freiwillig an diesem Projekt teilnehmen zu wollen? Sollen dann wirklich 2 Vollzeitäquivalente zusätzlich zu dem, was auf Landesebene ja verpflichtend in diesem Gesetzentwurf ist, soll das wirklich ausreichend sein? Also wir denken nein. Insofern werden wir uns diesem Gesetzentwurf nicht anschließen können. Aber wir möchten natürlich auch der grundsätzlich sehr sinnhaften Initiative in Richtung Open Data jetzt auch nicht widersprechen. Insofern bleibt es aus unserer Sicht bei einer Enthaltung. Danke sehr. Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Herrn Stirböck ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein kluger Christdemokrat, Jörg Michael Müller, hat gesagt, wir gehen mit dem Open-Data-Gesetz nicht so weit wie die FDP in ihrem Gesetz. Das möchten wir betonen. Das möchten auch wir betonen. Sie haben ein Fach digitale Welt geschaffen, das Fake ist. Sie haben ein Digitalministerium geschaffen, das Fake ist. Und Sie haben jetzt ein Open-Data-Gesetz geschaffen, das Fake ist. Ihre gesamte Digitalisierungspolitik ist voller Fake. Kein Wunder, dass Hessen in fast allen Digitalisierungsrankings bestenfalls Mittelmaß ist. Das muss sich ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Gesetzentwurf ist eines der ambitionslosesten, unverbindlichsten, eines der schlechtesten Open-Data-Gesetze aller Bundesländer. Von Anfang an hat Ihre Digitalministerin bei Open Data Bedenken verbreitet. Bedenken vor Technologieriesen aus USA und China, Bedenken zum Datenschutz, Bedenken wegen geringem Nutzen. Die Digitalministerin war hier nicht die Fortschrittstreiberin, sondern die Hauptbedenkenträgerin. Wir sagen Digitalisierung first, Bedenken second. Mit Ihren Soll- und Kann-Regelungen öffnen Sie der gesamten Verwaltung Tür und Tor, offene Daten nur dort zur Verfügung zu stellen,
wo es Regierung oder die Verwaltung für richtig halten. Der Partei von Ludwig Erhard hätte ich so viel Staatsglaube nicht zugetraut. Freie Demokraten glauben dagegen, dass die Bürger, die Wissenschaft und die Unternehmer klüger als der Staat sind. Und die Stellungnahmen geben unserer Einschätzung recht. Die Landesregierung verfährt bei Open Data nach dem Muster so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist bezeichnend für die gesamte Digitalpolitik dieser Landesregierung. Nahezu durch die Bank wird der große Spielraum für Behörden kritisiert, auf eine Veröffentlichung der Daten zu verzichten. Der hessische Datenschutzbeauftragte kritisiert, dass die vorgesehene Ausnahmeregelung der Kommunen mit der Ausnahme aus dem Informationsfreiheitsgesetz korrespondiert. Diese Regelung, so sagt er, bringt dem Land Hessen bundesweit große Kritik ein und hat dafür gesorgt, dass das Land beim bundesweiten Transparenzranking auf Platz 13 von 16 landete. Statt das in 2023 zu verbessern, immer nur Schlusslicht, diese Landesregierung, das ist zu wenig. Die Verbraucherzentrale Hessen kritisiert Zoll- und Kannvorschriften bei der Bescheidstellungspflicht. Dies lässt befürchten, so die Verbraucherzentrale, dass Behörden zur Vermeidung eines zusätzlichen Verwaltungsaufwands davon absehen werden, die Daten, wenn erforderlich, aufzubereiten und bereitzustellen. Auch der fehlende individuelle Rechtsanspruch sei ein Mangel. Mangelhaft ist eine treffende Beurteilung. So werden Sie die Datensilos in der Verwaltung, die Datensilos nicht los. Einfach nur immer können und sollen ist zu wenig. Wir müssen es auch mal tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die liberalen Netzpolitiker von Load bemängeln, die langen Übergangs- und Überleitungsvorschriften, teilweise bis zu 5 Jahren, erscheinen wenig ambitioniert. Hessen stellt sich mit den neuen Open-Data-Regelungen im Bundesvergleich eher als Nachzügler dar. Ambitionslos, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine treffende Beurteilung. Sie leiden an notorischer Ambitionslosigkeit und Aufschieberitis in der Digitalpolitik. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 4 Jahren hatte die Fraktion der GRÜNEN in ihrem Wahlprogramm die Forderung stehen, eine Open-Data-Offensive zu führen. Das hier ist keine Offensive, das ist ungeordneter Rückzug aus Angst vor Digitalisierung, und auch das ist zu wenig. Das, was Sie kurz vor dem Schluss dieser Legislaturperiode uns hier als Open-Data-Gesetz zumuten, ist nichts anderes als der kleinste gemeinsame Nenner einer sich in Auflösung befindlichen Koalition. Das ist auch zu wenig für Digitalpolitik in Hessen. Wir als Freie Demokraten sagen Digitalisierung first, Bedenken second. Nie war das so wichtig wie heute, und das wegen morgen. Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Herrn Flathen ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Idee von Open Data ist eine Idee, die uns in die Zukunft führt. Die Verfügbarkeit von offenen Daten ist zunehmend ein ausschlaggebender Wirtschafts- und Infrastrukturfaktor. Daten, die wir heute in öffentlichen Verwaltungen erheben, dienen nicht mehr nur ausschließlich der Erfüllung von eigenen Aufgaben, sondern können für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden, insbesondere im Bereich unserer innovativen Gründerszene und im Bereich der Forschung. Landes- und Bundesgesetze, die einen rechtlichen Rahmen für die offene Bereitstellung von Verwaltungsdaten vorgeben, existieren bereits. Unser Gesetzentwurf hat diese Vorlage für Hessen optimiert. Die Behörden des Landes sollen ihre Daten bereitstellen, während die kommunalen Behörden können. Hinter dieser Vorgabe stehen wir nach wie vor.
Unsere Regelung muss die kommunale Selbstverwaltung achten. Wir können die Arbeit der Kommunen nicht kleinteilig in ihrer Organisationshoheit einschränken. Und auch die Kapazität der Kommunen muss hier realistisch eingeschätzt werden. Viele Städte und Gemeinden kämpfen bereits heute, die Grundaufgaben der Daseinsfürsorge zu erfüllen. Mehr können wir unserer kommunalen Familie an der Stelle nicht zumuten. Das Gesetz ist daher ein Angebot für die Kommunen. Sofern diese ihre Daten bereitstellen können und wollen, partizipieren sie an dem Angebot des Metadatenportals. Auch die personellen Kapazitäten der Behörden sind begrenzt. Daher folgen wir mit der Festlegung des zeitlichen Rahmens einer realistischen und seriösen Planung. Die Fristen sind das Ergebnis einer Analyse der vorhandenen Daten und der Umsetzungsmöglichkeiten in der hessischen Landesverwaltung. Daten sind ein sensibles Gut, mit dem wir verantwortungsbewusst und sorgsam umgehen müssen. Daher sind alle personenbezogenen Daten nicht erfasst. Auch Daten der internen Verwaltungssteuerung und Daten, die aus einem berechtigten übergeordneten Interesse nicht zur offenen Bereitstellung geeignet werden, werden nicht erfasst. Auch sind weiterhin Daten von bestimmten Behörden aus bestimmten Arbeitsbereichen aus diesem Grund aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausgeklammert. Diese Ausnahmen sind begründet und schränken den Wirkungsradius des Gesetzes nicht ein. Letztendlich ist entscheidend, dass die für die Gesellschaft und Wirtschaft relevanten Daten bereitgestellt werden. Dies sind vor allem Rohdaten aus den Bereichen Geologie, Wetter, Umwelt, Mobilität und Wirtschaft. Mit unserem Änderungsantrag folgen wir zwei redaktionellen Hinweisen unseres hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, welche wir auch als sinnvoll erachten. Auch die Frage des Datenschutzes und die rechtlichen Rahmenbedingungen der EU waren noch offen, wurden mit diesem Gesetz geprüft und ausgeräumt. Die Regelungen dieses Gesetzes sind datenschutzrechtlich unbedenklich. Diese Gesetzesvorlage berücksichtigt die Bedürfnisse der verschiedenen Behörden und insbesondere der hessischen Kommunen, die ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt des Gesetzesvorhabens sind. Diese von Beginn an mit einzubeziehen und ein Gesetz auf den Weg zu bringen, welches ihnen Handlungsspielraum gibt und uns gleichzeitig mit Open Data in die Zukunft führt, ist uns mit dieser Vorlage gelungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, man hat es vielleicht schon an dem Applaus der Kollegen gehört. Das war die erste Rede des Kollegen Flatten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und für die Landesregierung erteile ich nun Frau Professor Sinemus das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir tun es und bringen in zweiter Lesung das Open-Data-Gesetz ein. Bereits im Januar haben wir über die vorgelegte Gesetzesinitiative und die Bedeutung von Rohdaten des öffentlichen Sektors debattiert. Bereiche wie Geologie, Umwelt, Wetter, Energie, Statistik, Mobilität und Wirtschaft, all das sind praktische Anwendungsfälle, und es besteht kein Mangel an zahlreichen Beispielen, wie In- und Ausland zeigen. Ganz gleich, ob es sich dabei um offene Geodaten, um Echtzeiten des öffentlichen Personennahverkehrs oder um andere Anwendungsfälle handelt, offene Daten sind eine wertvolle Ressource für Gesellschaft und Unternehmen mit einem hohen Innovations- und vor allen Dingen Wertschöpfungspotenzial. Auf europäischer Ebene wurde dieses Potenzial bereits erkannt. Die EU-Kommission rechnet mit einem erheblichen Anstieg, insbesondere der Neugründungen in Folge von Open Data. Durch das vorliegende Gesetz wird dieser Ansatz nun auch in hessisches Landesrecht transportiert. Kernanliegen ist es dabei, dass die Behörden des Landes ihre Rohdaten bereitstellen sollen, aber auch die Kommunen die Möglichkeit haben, dies mit Unterstützung des Landes zu tun. Das Gesetz definiert verbindliche Standards für einen barrierefreien und digitalen Abruf von Daten mit dem Ergebnis, dass es zu einer offenen Bereitstellung all derjenigen Daten führen, an deren Verfügbarkeit ein berechtigtes, öffentliches und wirtschaftliches Interesse besteht.
Zwei weitere Aspekte wurden bereits genannt. Mithilfe eines Metadatenportals werden diese leicht auffindbar sein, und eine zentrale Stelle wird die Dienststellen bei der anspruchsvollen Aufgabe, ihre Rohdaten bereitzustellen, mit Rat und Tat unterstützen. Das Gesetz war Gegenstand einer Anhörung, in deren Verlauf 11 Stellungnahmen eingegangen sind. Für diese erkenntnisreichen und zum Teil sehr detaillierten Anmerkungen gebührt allen Angehörten zunächst einmal unser herzlicher Dank. Die Idee, das Open-Data-Prinzip auch in Hessen gesetzlich zu verankern, wurde dabei von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen. Der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat einige redaktionelle Punkte hingewiesen, die wir durch Änderungsanträge bereits aufgenommen und in den Gesetzestext haben einfließen lassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie in jeder Anhörung gab es auch hier erwartbare Kritik an einzelnen Vorschriften und eine Reihe von proaktiven Verbesserungsvorschlägen. Dazu die folgenden Anmerkungen. Einige kritisierten die vorgesehene Sollregelung für Dienststellen. Diese orientiert sich an einer Entsprechung im Datennutzungsgesetz des Bundes. Ich bewerte, wie auch mein Vorredner, sie als praxistaugliche Lösung zwischen einer zu schwachen Kann-Regelung und einer überzogenen Muss-Bestimmung. Von einer verschärften Verpflichtung der Kommunen sollte mit Rücksicht auf die kommunale Organisationshoheit und nach Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden abgesehen werden. Besser ist es, wie hier vorgesehen, auf Anreize zu setzen und den Kommunen das Angebot einer Unterstützung durch eben die zentrale Stelle des Landes zu machen. Das Gesetz regelt Ausnahmetatbestände für bestimmte Institutionen und Datenkategorien, die nicht in seinen Anwendungsbereich fallen. Daran wurde im Rahmen der Anhörung teilweise Kritik geäußert. So verständlich diese auf den ersten Blick auch erscheinen mag, zum einen gibt es rechtliche Grenzen für die Bereitstellung von Daten, beispielsweise im Bereich des Verfassungsschutzes. Zum anderen ist aber auch zu beachten, wie groß das öffentliche Interesse an der Bereitstellung im Verhältnis zu dem entstehenden Aufwand ist. Vor diesem Hintergrund orientieren sich die Ausnahmetatbestände an den gut ausdifferenzierten Regelungen des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes. Die Regelungen erreichen damit genau das, was von diesem Gesetz erwartet werden kann. Verfügbarkeit aller wirklich relevanten Rohdaten, maschinenlesbar, interoperabel, vollständig in offenen Formaten, auf dem Stand der Technik und mit Beta-Daten versehen, dabei aber mit einem realistischen Blick auf die rechtlichen Grenzen und die kapazitären Möglichkeiten staatlicher Verwaltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in 3 Jahren, auch dies ist eine Verpflichtung aus dem Gesetz, wird das Hessische Landtag einen Bericht über die Umsetzung der Open-Data-Idee in Essen erhalten. Aufgrund der rechtssicheren wie auch praxistauglichen Regelungen in diesem vorgelegten Gesetzentwurf können Sie diesem zuversichtlich entgegensehen. Und ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstimmung. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs Hessisches Open-Data-Gesetz, und zwar in der Fassung der Beschlussempfehlung, lasse ich nun über diesen Gesetzentwurf abstimmen. Wer dafür ist, für diesen Gesetzentwurf, den bitte ich jetzt bitte um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Linken. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen der AfD, der FDP und der SPD. Damit ist dieses Gesetz mehrheitlich zugestimmt worden und wird zum Gesetz erhoben.